Stelle eine Parabelgleichung der Parabel p auf, die durch die Punkte p minus 3, 2 und q 7, 3 geht, sowie den Öffnungsfaktor a gleich minus 0,5 hat. In diesen Angaben haben wir keinen Scheitelpunkt gegeben, das heißt, die Scheitelform hilft uns nicht weiter. Wir benötigen in diesem Fall also die allgemeine Form, die in der Formelsammlung auf Seite 13 zu finden ist, und die Gleichung y ist gleich ax² plus bx plus c hat. Wir haben zwei Punkte gegeben, den Punkt p und den Punkt q, sowie den Öffnungsfaktor a. Wir gehen jetzt zuerst her, nehmen die allgemeine Form, setzen darin den Punkt p und den Öffnungsfaktor a ein. Also Gleichung 1. Moment. Wir haben ja hier wieder x- und y-Koordinaten. Für das y, also 2, ist gleich. Für das a haben wir die minus 0,5 mal. Jetzt kommt x². Und zu x entspricht minus 3. Also minus 3 zum Quadrat. Plus b mal x, x entspricht dem minus 3, und jetzt kommt noch ein plus c, das wir nicht kennen. Das gleiche machen wir jetzt mit dem zweiten Punkt, dem Punkt q. Wiederum setzen wir q und a in die allgemeine Form ein. Auch hier haben wir ein x- und y-Koordinate, also 3 ist gleich für a wieder minus 0,5. Mal 7 zum Quadrat für x plus b mal 7 plus c. Hier haben wir jetzt zwei Gleichungen, also ein Gleichungssystem, ein lineares Gleichungssystem, das nach bekannten Methoden lösbar ist. Zum Beispiel wäre es auch mit Hilfe des Taschenrechners über Tool System 2 lösbar. Wir benutzen jetzt aber mal das Gleichsetzungsverfahren. Gleichsetzungsverfahren bedeutet, ich löse beide Gleichungen nach einer Variable auf und setze dann gleich. Ich nehme jetzt hier die Variable c, weil die ist schon extra. Ersten Schritt vereinfache ich. Minus 0,5 mal minus 3 in Klammern zum Quadrat ist 9. Jetzt b mal minus 3 schreibe ich um zu minus 3b plus c, und die Gleichung 2 mache ich das gleiche. 7 Quadrat sind 49 plus, stelle ich wieder um, 7b plus c. Nächsten Schritt vereinfache ich. 2 ist gleich minus 0,5 mal 9 sind minus 4,5, minus 3b plus c. Und für Gleichung 2 gilt, 3 ist gleich minus 0,5 mal 49 sind minus 24,5 plus 7b plus c. So, in der ersten Gleichung schaffe ich jetzt die minus 4,5 auf die linke Seite und die minus 3b. Also plus 4,5 und plus 3b. Dann erhalte ich für die erste Gleichung 6,5 plus 3b ist gleich c. Und für die zweite Gleichung erhalte ich, wenn ich die minus 24,5 rüberschaffe und die 7b, 27,5 minus 7b ist gleich c. So, jetzt habe ich beide Gleichungen nach c aufgelöst. Jetzt setze ich die beiden Gleichungen gleich. Also 1 ist gleich 2. Daraus folgt dann 6,5 plus 3b
sind gleich 27,5 minus 7b. Diese Gleichung hier wäre jetzt zum Beispiel auch wieder mit dem Taschenrechner lösbar, zum Beispiel über Calc Intersection oder aber auch über den Solver. Ich mache jetzt trotzdem ganz normal mit dem Gleichsetzungsverfahren weiter. Als erstes schaffe ich die minus 7b auf die linke Seite, das heißt, ich sammle alle Zahlen mit b links. Dann habe ich 6,5 plus 7b plus 3b sind 10b, ist gleich 27,5. Alle Zahlen ohne b, wie zum Beispiel 6,5, die schaffe ich jetzt auf die rechte Seite. Also minus 6,5 und daraus folgt dann 10b sind gleich 21. So, zum Schluss teile ich jetzt noch durch den Faktor vb, also geteilt durch 10, und erhalte dann b ist gleich 2,1. So, dieses ausgerechnete b setze ich jetzt in eine von meinen beiden Gleichungen hier oben ein. Ich nehme die Gleichung 1, die ist einfacher. Also in 1 eingesetzt. Ich fange jetzt von hinten an, also c ist gleich jetzt 6,5 plus 3 mal, für b habe ich jetzt ausgerechnet 2,1. 3 mal 2,1 sind 6,3 und 6,3 plus 6,5 sind 12,8. So, wir sind noch nicht ganz fertig. Die Aufgabe heißt ja, ich soll eine Parabelgleichung aufstellen. Das wäre zum Beispiel eine Parabelgleichung und alles, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich kenne jetzt den Öffnungsfaktor a, ich kenne den Parameter b, den habe ich an dieser Stelle ausgerechnet und zusätzlich kenne ich noch das c, das habe ich jetzt hier ausgerechnet. Also einfach alles nochmal einsetzen in die Parabelgleichung. Y ist gleich minus 0,5 für a, x Quadrat bleibt, plus für b jetzt 2,1 mal x und zum Schluss noch plus c, also plus die 12,8. Und damit habe ich meine Parabelgleichung aufgestellt.